Hallo alle zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Final Fantasy XII Zodiac Age. Diesmal starten wir vom Hauptmenü aus, weil ich einfach nicht möchte, dass dieser Gerüchtebalken runtergeht, weil ich habe den auf 27%, warum auch immer, keine Ahnung, was ich getan habe, um das zu schaffen. Jedenfalls war ich nach der Folge noch ein bisschen in den Lusominen und habe meine Charakter alle auf Stufe 15 gebracht. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich wurde ordentlich auch verprügelt, denn Fran hat ja nicht sehr viele TP, was ich doof finde. Auf ihrem Lizenzbrand gibt es auch nicht viele. Vielleicht hätte ich einen anderen Beruf geben sollen, aber das ist jetzt auch schon egal. Und, ja, im Nachhinein habe ich mir so gedacht, dass ich dann die Folge aufgezeichnet habe. Eigentlich wäre es ja besser gewesen, dass ich ja vorher erst nochmal nach Nalbina oder so gegangen wäre oder irgendwie was erkundet hätte, weil jetzt bin ich hier in der Hauptstory, sitze ich fest und komme nirgendwo hin, weil ich auf einer schwebenden Stadt bin. Deswegen, ja. Wir hatten auch im letzten Part ein bisschen Action. Wir mussten nämlich, ja, von den Typen, die Belfia jagt oder von die Belfia jagen wollen, weil auf ihnen ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Und ja, und Penelo wurde von einem kleinen Typen mitgenommen. So, und wir werden jetzt weiterhin die Gerüchte hier verbreiten. Also einmal hier. I'm Captain Bosch von Ronzenburg of Dalmasca. So, gut, warte. Hauptmann Rosenborg ist schon lange verstorben, Kupo. Lebst du in einem Steinkupo? Möchtest du eine Karte kaufen? Ah, wie schade, du hast ja schon alle Karten aus meinem Sortiment. Okay. I'm Captain Bosch von Ronzenburg of Dalmasca. Von drei Leuten gehört. Dann gehen wir noch auf die Seite. Bosch lives. Eine Person gehört. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wo zu denen? I'm the Bosch von Ronzenburg. Von zwei Leuten, cool. Wir haben schon 42%, wobei das, glaube ich, immer wieder runtergeht, ne? Aber gut. Don't listen to Andor's lies. Hallo? Unruhestifter werden umgehend festgenommen. Helle, hä? Don't listen to Andor's lies. Ich gehe wieder zurück zu den Leuten hier. Die haben mir über die zugehört. Dann mache ich das halt da. Als wenn ich so kein Wächter. I'm Captain Bosch. Wobei ich das, glaube ich, schon fünfmal erzählt habe, aber hey. So pushe ich es wenigstens hoch. Hallo. I'm Captain Bosch von Ronzenburg of Dalmasca. Da muss ich dann auch denken, das hat der Mensch schon fünfmal erzählt. Gut, wir haben jetzt schon 36%. Das ist weniger als vorhin, aber hey, wir versuchen es nochmal. Okay, ich wusste nicht, dass das geht. Okay, der Fremdenführer wird mich dann wahrscheinlich anbabbeln. Ah, da ist ein Wächter. Don't listen to Andor's lies. I'm the Bosch von Ronzenburg. Ich glaube, das müssen so Sprechblasentypen sein. Das ist so ein. Ist das ein Wächter? I'm Captain Bosch von Ronzenburg of Dalmasca. Wow. I'm the Bosch von Ronzenburg. Das ist voll schwer eigentlich. Wurde ignoriert. Ich muss immer zu den Leuten gehen. Don't listen to Andor's lies. Sind zwei Personen gehört, dann gehe ich zu. Don't listen to Andor's lies. Ich da rein. Gehen wir mal da rein, vielleicht kann ich hier die Leute anmerzen. So, ey! Der Typ! Ist das ein Wächter? Das ist ein Fremdenführer. Ist hier ein Wächter? I'm Captain Bosch von Ronzenburg of Dalmasca. I'm the Bosch von Ronzenburg.
Bosch lives! I'm the Bosch von Ronsenberg. Der Typ ignoriert mich. Nein, der Munk hat mich angeguckt. I'm Captain Bosch. Bosch lives. Eine Kneppe. Der Hauptmann lebt, wieso sprach der Markus dann vor 2 Jahren über seine Exekution? Bosch hat doch den König ermordet. Nein. Lol. In der Kneipe verbreiten sich halt Gerüchte schneller, ne? Hey, Kleiner. Wir würden dich gerne kurz sprechen. Oh. Hi. This is the one, Havaro. Says he's Captain Bosch, he does. He would sooner pass for the king. I knew he weren't no captain. That was a mean trick to be playing. If a trickery it ended, it would end well enough. But why this boy? And why Captain Ronsenberg? An explanation is due, and I will hear it. The Empire's hounds grow passing bold indeed. A shame if they learnt the Marquis trafficked with the likes of you. Agents masquerading as guides, a hideout at the back of a tavern? Not exactly earning high marks for originality, are we? Now you've done Wait. It. So Bosch von Ronsenberg does yet live. So Vaughn really is all right. I didn't think I'd ever get to see him again. You will join him soon. And until then, I shall see that you are kept from harm. Thank you. I am troubled. The Rabanaster Imperial Guard appear to have overstepped their bounds. I intend to speak on this with the Consul. What? Vane Solidor, the Consul, is my brother. The first duty of the Consul is to maintain order in Dalmasca. My brother is not one given to failure. Perhaps things aren't going as well as they might be, but give him a little time and he will put things to rights. Be not troubled. My brother is a remarkable man. He frightens me. Why? I'm sorry. He is your brother. It's just, you don't understand how much we lost to the war. My friends. My parents. So you fear the Empire? Listen to me. The men of my family, we are taught to place the needs of others before those of our own. I will see that you are kept from harm. It is my duty to House Solidor. But how? How can I trust you? Because I give you my word. My brother would do no less. I knew there must be more to it, but to find you at the end of this tale? Ah, to see the Marquis's face when he learns of it. I should like nothing more. I would meet him and see for myself. How say you, my lord? There is little to be said. I shall arrange a meeting with the Marquis. We shall expect you at the estate. Das ging ja easy. Ich dachte, die verprügeln mich jetzt oder so. Aber wo bin ich jetzt? Wo habe ich keine Karte? Na gut, gehen wir mal zu dem Anschlagsbrett hier. Nitek. Rang 1 offen. Eri Auftraggeber Bucherba. In den Lusumen ist ein schreckliches Monster aufgetaucht. Die Förderbände stehen still. Macht den Wurm den Gar aus. Ja, können wir gerne machen. Mutige Kopfgeldjäger. Bla 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 bla. Ich muss dorthin und dort ist der. Okay. Die werden wir jetzt sowieso noch nicht machen, weil ich denke mal, die werden eine Nummer zu groß für uns sein.
Ich hätte gern wieder eine Karte. Warum ist die Karte jetzt weg? Ich hab die Karte. Da ist es raus. Gut. Ich würde gerne mal irgendwann schon laden gehen und Sachen verkaufen gehen. Und zwar möchte ich. Runtergehen. Wo wohnt denn hier eigentlich? Residenz des Steros, okay. Da muss ich lang. Ich glaube zwar nicht, dass wir neue Magie oder sowas bekommen, aber ich habe ja ein paar Sachen, die ich verkaufen kann, um wieder Knete zu kriegen. Weil ich habe ja in Illusion ein bisschen gelevelt, da habe ich, ist ein bisschen was zusammengekommen. So, hallo Maite. Was hat sie denn? Engel. Sie hat Engel! Ich brauche hier ein paar Windsteine. Oh, Knochensplitter. Habe ich 58 Stück. Das gibt ein bisschen Knete. Das gibt ordentlich Knete. Bisschen was, Fertiglieder gibt auch was, Flatterzahn gibt was. So. Und Handelsware. Gerberrüstung können wir uns. Und Pfeil und Bogen. Doppelpfeile. Oh, Doppelpfeile. Könnte ich Friend geben. Gut. Gib mir Engel. Gib mir Aqua. Und gib mir Intakt. Oder Inakt. Was macht Inakt? Ziele innerhalb des Areas mit Handlungsunfall. Oh, das ist cool. Gut. Dann kannst du ja vermutlich im Lizenzladen. Oder im. Nicht im Zent- Doch im Lizenz. Na, da unten. Mir schwer, das sind mir jetzt egal fürs Erste, aber vielleicht gibt es dort bei den Fertigkeiten neue Sachen. Und dann würde ich mir die auch gerne holen. So. Ja. Gut. Das ist ja mega. So. Mann, Platz da. So. Hallo. Hallo, Coolio. Ne, hast du nichts, okay. So, Lizenzen. Rotmagier. Da gehen wir rauf. Einmal das hier bitte. Und dann einmal bitte Engel. Was kriegen wir dann? Da haben wir Gift. Kann sie Aqua schon wirken? Ich denke nicht, dass sie Aqua schon wirken könnte, rein theoretisch. Oder? Gucken wir mal. Wobei, ich könnte hier gleich das Gambit mal hier einstellen. Dass sie dann hier gleich... doch, Aqua kann sie wirken. Wo haben wir es denn? Engel wirkt. Schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Gut. Gut, dann haben wir da nichts mehr. Das ist schade. Aber wir haben ja Warte. Ausrüsten kann ich hier rein theoretisch die Doppelpfeile geben. Die machen ja mehr Sinn dann. Sie könnte zwar mit dem Mörderkolben umgehen, er würde mehr Attacke haben. Das möchte ich jetzt aber noch nicht geben. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich jetzt die. Wenn es das so lange jetzt hier ist, noch Fernkämpferin ist, finde ich das okay. Gut, dann können wir. Nee, Blödsinn, wir müssen da lang. Dann vereinbaren wir gleich ein Treffen mit dem Herrn. Und da. Achso, das Schild kann ich anlabern. Gut. So, dann gehen wir mal gleich in den Palast. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Seine Exzellenz, der Markus, erwartet euch bereits, folgt mir. Seid ihr nun bereit für eine Ja, ich kann ja sonst nichts machen hier in der Stadt. Seine Exzellenz ist bis zum Sonnenuntergang mit anderen Aufgaben beschäftigt. Ihr werdet warten müssen, bitte folgt mir. Er ist okay, Mensch. Sir Bosch von Ronsenberg.
It was not so very long ago that I announced you had been executed. And that is the only reason I draw breath. So you are the sword he strung above my head. Vayne has left not a thing to chance. And? A leader of the resistance has fallen into Imperial hands. A woman by the name of Amalia. I would rescue her, but I need your help. This resistance leader, this Amalia, she must be very important. You understand, I have my position to consider. Would you let us see Larsa? He's got my friend with him. I'm afraid you're too late. Lord Larsa's cortege has already rejoined the Imperial detachment. I am told they will depart for Rabanastar upon the arrival of the fleet this eventide. What are we waiting for? You to calm down. Captain Ronsenberg. Surely the exigencies of position are not lost on you. Why, indeed. You should find the enemy's chains an easy burden to bear. Wait. Sorry. Can't be helped. Summon the guard. Huh? They are to be taken to Judge Geese. Those decrepit basking fools in Arcades tie my hands, and look what happens. I tell you, this country's obstinacy knows no bounds. The insurgents in Rabanastar operate alone at present. However, should they garner external support, the situation could worsen. We have found the counter-imperial elements in Bujerba to be conspicuously well-funded. No doubt Marquis Ondor is behind this. Ondor must be reined in. By the way, the Marquis has written us a letter. He claims that he's recaptured our runaway. He's given him to Geese. He will die by my hand. Your fraternity is moving. Ah. Geese returns with Larsa. Tomorrow morning they will leave Bujerba. See him home safely, Gabranth. Now I'm expecting Dr. Sid. You may leave. We must see the real thing, to be sure. Nabadis taught us much. Yes, it's well hidden. They'll be off chasing after shadows, the fools. Ah! Yes. The reins of history back in the hands of man. Ah, Vayne! You seem to be enjoying your job as consul. I was kept waiting fully 2 years. What news of Arcades, our honored members of the Senate? Hard at work, as always. Trying to find a dagger for your back. They are welcome to try.
Das Schlachtschiff Leviathan. The prisoners, my lord. Majesty. After what you've done, how dare you? You're supposed to be dead. Come now, come now. Have you forgotten your manners? This is hardly the courtesy due the late Princess Ashelia Benargin Dalmaska. Princess? To be sure, she bears no proof of her former station, no different than any mean member of the insurgents. The resistance. His Excellency the Consul asks the Ministry of the Disthroned Royal Family in restoring peace to Dalmaska. Those who foster instability and unrest, who claim royal blood without proof, they shall meet their fate at the gallows. There are no exceptions. I will not play puppet to Vayne. King Ramanas entrusted me with a task. Should the time come, he bade me give you something of great importance. It is your birthright, the Dusk Shard. It will warrant the quality of her blood. Only I know where to find it. Wait. You took my father's life. Why spare mine now? You would have me live in shame. If that is your duty, yes. Stop being so stubborn. Keep on like this and you're gonna get us all killed. Don't interrupt. What? Vaughn, that stone. It was in the palace treasure. Well, well. Splendid. You've brought the stone with you. This spares us a great deal of trouble. Don't give it to him! You have to promise. No executions. A judge's duty is to the law. Take them away. My lord! Lady Ash is to be quartered separately. Vayne Solidor, what fascination does this hold for you? So you were carrying it all along. The Fates' jest. Tell these Fates of yours to leave me out. Keep quiet! There was nothing else that I could do. You know that. Oh, I understand. Honor, duty, and all that. I still can't believe that was a princess. I say keep quiet! The Marquis has been busy. Not lightly did I beg his aid. Listen, it's been a full 2 years. I alone have kept Her Majesty safely hidden. I doubted friend and foe alike. I could trust nobody. You did your duty, and mine for me. I'm getting her out. I need your help. Of course. Wostler ist als Gast hinzugestoßen. Okay. Die Skizze der Leviathan erhalten. Alle Karten auf dir sind aufgedeckt. Okay, warum bin ich jetzt auf dem Luftschiff? Vertreib doch nicht. Und ich habe Wossler dabei. Gut, ich glaube, Belfi ist weiter hinten. Ich nehme dich mit und stell dich nicht mit. Gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal mit der Folge von Final Fantasy XII Zodiac Age. Ich werde mal gleich hier hinlaufen. Und ich finde es nicht cool, dass ich jetzt auf einem Schlachtschiff bin. Ich wollte mich doch nur überall umgucken. Sehe ich das eigentlich auf der Weltkarte oder so, wo ich gerade bin? Achso, ich bin mitten im Meer. Gut, ich werde gerade übergestellt, ne? Gut zu wissen. Was stand da jetzt gerade unten? Die ist Prinzessin, dann vielleicht doch besser. Okay.
Okay, aber vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao!